Retriever TV. Immer noch aus Vallelunga, jetzt mit Vladimir Tsiotsis. I'm Vladimir. Hi. That was your first race. How was it? Okay, it was my first race in Euronascar 2 after Formula Cars. To say the truth, okay, I was stressful, it's logic, before the first race. There was a small mess at the beginning with the many cars going off and all that stuff. After, at the end of the first lap, I was unlucky with Castro. Two turns before the finish, he had a puncture. Probably he didn't see me that I was on the left side and I was pushed off the track. So we lose many places. After with some overtakes and of course some cars went off, we managed to finish P8. Okay. So I think we just keep the momentum, the positive things, and work harder for the start of the second race later on. Okay. Bisher ist er nur Formel gefahren, das war jetzt sein erstes richtiges Nesca-Rennen. Es war in erster Linie erstmal ein bisschen stressig für ihn, weil er das so in der Form nicht kannte. Nach dem Start war er gleich in einen kurzen Crash involviert, hatte sich dann auch noch mit André Castro kurz vor Start und Ziel berührt und hat dadurch sehr, sehr viele Plätze verloren. Er konnte sich aber wieder nach vorne kämpfen, hat auch davon profitiert, dass sehr, sehr viele andere Autos noch ausgefallen sind und wurde am Ende Achter. Mit dem Ergebnis ist er erstmal zufrieden, weil es halt auch erst sein erstes Rennen war. Which place will you be on the grid for the second race? I don't have an idea yet, but I think it will be maybe probably top five. I'm not sure. Yeah. And what is your goal for the race? My goal is to have a better start and don't lose places and be out of the troubles. And just keep the momentum, the stability that we showed from practice and qualifications. And yes, I think if this will happen, we will manage to have a good result. Okay. Also er hofft im zweiten Rennen auf ein gutes Ergebnis. Von welchem Platz er starten wird, weiß er noch nicht genau. Er denkt in den Top 5. Sein Ziel ist es beim Start, sich aus allem rauszuhalten und einfach ein paar Plätze gut zu machen, ein gutes Rennen zu fahren und auch, ja, sich mit dem Auto weiter anzufreunden. Thank you for your time. Thank you very much.